Laute Musik, Lichter. Fantastisch! Das ist eine Disco! Hey, Pato, du bist wirklich gut drauf! Ganz toll, Pato! Applaus für Patos wahnsinnige Tanzbewegungen! Was ist los, Pocoyo? Hat dir Patos Tanz nicht gefallen? Nein! Pato sagt, dass du seinen Tanz nur nicht gut findest, weil du neidisch bist, Pocoyo. Was für ein wunderschöner Tanz, Pocoyo! Oh, Pato versucht es noch einmal. Das sieht aus, als ob das hier jetzt ein Tanzwettkampf wird. Oder, Pocoyo? Ah, auch er will es noch einmal wissen. Und diesmal hat er Fred dabei. Hier! Pocoyo will, dass wir mitklatschen. Na los, alle klatschen mit! Was wird denn das? Du willst doch nicht schon wieder tanzen, Pato?
Und jetzt denkt Pocoyo, er kann es noch besser machen. Geht etwas zu weit. Nun kommt auch noch Ellie auf die Tanzfläche. Ah, verstehe. Ellie hat eine Idee. Ihr könnt doch alle zusammen tanzen. Fantastisch! Also, das war richtig gut. Kommt, wir stehen alle auf und tanzen mit. Los, alle! Klasse, die Musik, was? Toll, Ellie! Zusammen tanzt man ja am besten. Macht's gut, bis bald. Pato! Ellie, hallo. Hast du Pato gesehen? Es sieht aus, als wäre er... hey, was ist denn hier los? Was habt ihr denn alle? Eins. Hallo, zwei, Pocoyo. Drei. Hallo. Warum seid ihr denn alle so aufgeregt? Was macht ihr denn da? Spielen. Spielen? Was spielt ihr denn? Ah, verstehe. Ihr spielt Verstecken. Das macht Spaß. Dann lass dich nicht stören, Pocoyo. Eins, zwei. Ein gutes Versteck, Pato. Oh, da sitzt schon Ellie. Fünf, sechs, sieben. Schnell, such dir ein anderes Versteck. Kleine Raupe, du sollst dich verstecken. Das hast du schon verstanden, nicht wahr? Tja, na dann. 9, 10, 11, 12, 13. Aha, das Nest von Schlummerpieps. Wirklich ein prima Versteck. Den 19, 20. Komme! Komme! Fertig oder nicht? Kleine Raupe! Gefunden! Nächstes Mal hast du bestimmt mehr Glück, kleine Raupe. Lula! Aber Pocoyo Lula hat doch gar nicht mitgespielt. Es sieht ganz so aus, als ob Lula etwas gefunden hat. Ellie! Pocoyo ist toll! Ich komme! Mm-hmm.
Baby Pieps will, dass du still bist, Lula. Es geht doch ums Verstecken. Baby Pieps! Ihr seid alle super Verstecker, aber gegen diese super Nase hattet ihr keine Chance. Du bist ein schlaues Mädchen. Mädchen. Lula findet. Also, Pocoyo, du musst zugeben, dass Lula dir unheimlich geholfen hat. Geh weg. Ellie möchte wissen, warum du das gemacht hast, Pocoyo. Das war nicht nett von dir, Lula wegzuschicken, weißt du? Pocoyo sucht. Eine gute Idee. Geh Lula suchen. Kann einer von euch etwas sehen, das Pocoyo helfen könnte, Lula zu finden? Spuren. Folge den Fußspuren. Genau. Hier ist Lula entlang gegangen. Aber wo ist sie jetzt? Ah, das Fliehwusch! Natürlich ein guter Gedanke, Pocoyo. Ja, noch mehr Fußspuren. Lula! Kleine Raupe? Aber wo kann Lula sein? Das ist ja interessant. Das ist der Ball. Oh, es ist so schrecklich. Die arme Lula. Wir können sie nirgends finden. Kann jemand von euch, Pocoyo, sagen, wo Lula ist? Neben dir. Gleich dort. Gefunden! Lula! Lieber Pocoyo! Toll, wenn man Freunde wiederfindet! Macht's gut! Bis bald! Pocoyo. Hallo. Hallo, Ellie. Und hallo, Pato. Ah, ich sehe schon, ihr wollt ein Wettrennen machen. Toll. Na, dann alle fertig? Ich zähle bis drei und ihr ruft alle los. Wollen wir? Fertig? Eins, zwei, drei, los! Und der Sieger des Rennens ist... Pocoyo! Pat?
Pato ist schon bereit für den Sprungwettbewerb. Gut gemacht, Pocoyo. Ein klasse Sprung, Pato. Du siehst schon fast wie der Weitsprungsieger aus. Was ist denn jetzt? Pech gehabt, Pato. Diesmal hat Ellie gewonnen. Schade. Pato ist ein ganz schlechter Verlierer. Was ist denn das? Ein paar super moderne Sportschuhe. Willst du sie nicht anprobieren, Pato? Nicht schlecht. Oje. Oh nein, Pato! Diese Schuhe machen ja, was sie wollen. Jetzt hast du sie unter Kontrolle, Pato. Hoho! Großartig! Pato will wissen, ob ihr beide Lust auf ein kleines Wettrennen habt. Seid ihr alle da? Dann macht wieder mit. Auf die Plätze. Fertig. Los! Los! Pato gewinnt! Ja, Pato, ja, wir wissen es. Ja, du hast gewonnen. Also ich denke, wir haben schon einen Sieger. Pato gewinnt! Ich glaube, sie wollen nicht mehr mit dir um die Wette laufen, Pato. Ellie hat deine Superschuhe entdeckt. Es scheint, als ob die Schuhe sich nicht ausziehen lassen. Pato! Böse Schuhe! Die Schuhe machen einfach, was sie wollen! Seht ihr das? Gut gemacht, Baby Pieps und kleine Raupe. Ihr habt es geschafft. Ich nehme an, du hast heute etwas gelernt, Pato. Schummeln bringt doch nichts, hm? Spielen. Prima Idee, Pocoyo. Oh, was meint ihr? Soll Pato die Schuhe behalten? Nein! Gut gemacht! Bravo, Pato! Gut, wenn man fair bleibt, hä? Macht's gut! Bis bald!
Hallo Pocoyo. Hallo Ellie und Baby Peeps. Hallo. Was seht ihr euch denn da an? Ah, Fotos. Sehr schön. Das gefällt mir wirklich gut. Baby Peeps, wer hat denn das Foto da gemacht? Ja, Pato, natürlich. Du hast diese schönen Bilder gemacht. Na, dann will ich nicht weiter stören. Du bist ja sehr beschäftigt. Wie ich sehe. Ah, Pato will noch mehr Fotos zeigen. Was ist da wohl drauf zu sehen? Oh, Blumen. Was für eine Überraschung. Pato hat noch viel mehr Blumenfotos, die ihr euch unbedingt ansehen müsst. Noch viel mehr Blumenfotos. Ja. Nicht mehr. Vielleicht kannst du mal ein paar Fotos von etwas anderem machen, Pato. Von etwas, das nicht ganz so blumig ist. Kann vielleicht einer von euch sagen, wen oder was Pato noch fotografieren könnte? Deine Freunde! Pocoyo, Ellie und Baby Peeps. Genau, seine Freunde. Gute Idee. Und schon ist alles bereit? Oje, ihr seht ja alle so ernst aus. Kann vielleicht einer von euch unseren Freunden sagen, wie das ein netteres Foto werden kann? Lächeln! Lächeln! Na ganz genau! Also lächeln! Schnell, Pato, komm auch ins Bild! Und so bleiben! Schön stillstehen! Oh, gleich macht es Klick! Es ist nicht ganz so perfekt geworden, wie du dir das vorgestellt hast, Pato, Na, beruhige dich wieder, Pato. Wir wissen alle, dieses Foto ist nicht so gut gelungen. Aber vielleicht versuchst du es noch einmal? Na, das ist doch perfekt, hä? Oh nein. Ellie hat noch etwas vergessen. Parfum? Natürlich, man möchte ja auf so einem Foto so gut wie möglich duften. Fertig? Oh je. Tja, Pato, Ellies Parfum hat ihr so sehr in der Nase gekitzelt, da musste sie einfach niesen. Du versuchst es doch noch einmal, ja? Das machst du richtig, Pato. Nur nicht aufgeben. Es sieht ganz so aus, als ob deine Freunde Spaß daran hatten, hinter deinem Rücken Grimassen zu schneiden, Pato. Ja, Pato findet die Bilder leider gar nicht so toll. Oh nein. Aha, ja dann. Das geht wohl besser. Keiner da, der etwas durcheinander bringen kann. Der arme Pato, er sieht nicht sehr glücklich aus. Ja, das wird doch ein herrliches Foto. Nein, nicht? Hier, ein anderes. Noch eins? Nein, wieder nicht. Hoi, was das für ein wunderbares Foto wird, oder? Wahrscheinlich habt ihr drei einen Scherz zu viel gemacht. Wie kann man Pato am besten zeigen, dass seine Fotos wirklich gut sind? Oh.
roter Teppich? Da muss etwas ganz Besonderes stattfinden. Willst du nicht mal nachsehen, Pate? Eine Fotoausstellung. Ach, was für schöne Bilder. Sieh dir das mal an. Blumen und Freunde. Oh, das ist aber erstaunlich. Ja, Pato, das ist ein großartiges Bild und du hast es gemacht. Was meint ihr? Ob Patos Fotos seinen Freunden gefallen? Ja, die Fotos gefallen ihnen. Und wie? Bravo, Pato, und fotografiere noch viel, viel mehr. Macht's gut, ihr alle. Bis bald. Bye.